Allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind zurück bei den Theme Diamonds. Heute geht es um Merton Hanks, San Francisco 49ers, wenn ich es richtig im Schädel habe. Drei Steine Herausforderung. Wir sollen das Spiel gewinnen. Wir kriegen einen vierten Bonusstern, wenn wir schlappe 5 Passing TDs erzielen und wenn wir weniger als 3 Interceptions werfen. Okay, also entweder grandios oder grottig. So, wir treten an gegen die 49ers. Wir haben den Ball an der eigenen 10-Yard-Linie. Sind im ersten Quarter 4 Minuten zu spielen. Aufweier. Play Action Misdirection Shot. Wir achten auf Terrell Owens. Der kommt gleich von der linken Seite über die Mitte. Ist unterwegs. Bekommt den Ball und was für ein Catch mit einer Hand. First Down an der 33-Yard-Linie. No-Huddle-Offense der Cowboys. Wir stellen uns also direkt wieder auf. Nehmen den Texans, attackieren die Mitte mit Witten. Und mit Ola Whaley. Gehen aber auch hier wieder rüber auf Terrell Owens. Neues First Down an der 44-Yard-Linie. So, jetzt nehmen wir die 4 Verticals. Witten attackiert die Mitte. Terrell Owens diesmal im Slot positioniert. Wir gehen auf unseren Running Back, auf Zeke Elliott. Und auch der macht hier gewaltig Yards. Der Ball ist an der 33-Yard-Linie. Die Cowboys Huddle Offense unterwegs. Dick and Go, wir attackieren die Mitte mit Witten und mit Zeke Elliott. Und wieder bekommt Elliott den Ball. Der Ball ist jetzt an der 24-Yard-Linie. So, Play Action, Misdirection Shot. Links kommt gleich wieder Terrell Owens ins Bild. Die Niners rechnen mit einem Lauf. Es kommt aber der Pass auf Terrell Owens. Und wir haben den ersten Touchdown im Spiel. So, der PAT Attempt. Das war mal eben ein schlapper 90-Yard-Drive, den wir hier hingelegt haben. In knapp über 2 Minuten also. Das war gut. So, natürlich jetzt der Onside-Kick, denn wenn wir hier 5 Passing-TDs schaffen sollen, müssen wir dafür sorgen, dass die Niners nicht allzu lange in Ballbesitz bleiben. Da kommt Jimmy G, Jimmy Garoppolo, der Quarterback der San Francisco 49ers. Wir haben einen ersten und 10 an der 42-Yard-Linie, gehen gleich in eine Zone-Coverage hinein. Erster Versuch und 10. Lauf über die Außen. Und da wissen wir, da sind die Cowboys extrem verwundbar. Xavier Woods mit dem Tackle. Aber McKinnon holt hier mächtig Yards raus. Das ist ein 2. und 2 in der 34-Yard-Linie. Kein Running Back hinter Garoppolo. So, und damit müssen die Niners in einen dritten Versuch und 2. Ball an der 34. 1:20 noch zu spielen im ersten Quarter. Da kommt der Druck, aber das ist ein First Down. Also auch wenn der Linebacker, ich glaube es war Sean Lee, den Tackle gesetzt hätte, hätte es nicht gereicht, der Kittle Josh mit dem neuen First Down. Erster Versuch und 10. Ball ist an der 26-Yard-Linie. Die Niners laufen, das ist natürlich das Mieseste, was sie mir antun können. Weil sie damit Zeit von der Uhr nehmen. Zweiter Versuch und 3. Ball in der Red Zone der Cowboys an der 19-Yard-Linie. Garoppolo mit dem Play-Action. Und das ist ein Fumble. Den aber gerade eben noch McKinnon, der Running Back, sichern kann für sein Team. Damit haben die Niners einen 3. und 12. Aber das erste Quarter ist schon vorbei. So, wir gehen gleich rüber ins dritte Quarter. Dritter und 12 an der 28-Yard-Linie. Garoppolo unter Druck und fast sogar ein Pick. Sean Lee war da nah dran. Jetzt haben die Niners viel Zeit von der Uhr genommen und am Ende des Tages bleibt ihnen nur der Field Goal Try. Wir suchen mit Brown.
zu blocken, aber das misslingt mal vollständig. Die Niners verkürzen. Es steht nur noch 3-7 für die Cowboys. So, wir sehen den Kickoff. Der geht an die 4-Yard-Linie. Sanders nimmt den Ball auf, jetzt mit dem Return. Eieiei. Und läuft mal komplett, ohne zu reagieren, in den Verteidiger der 49ers hinein. Erster und 10 für Dallas. Play-Action, Bubble J Ovo. Witten attackiert die Mitte. Wir achten mal rechts außen auf Amari Cooper. Da geht der Safety aber mit, aber in der Mitte. Jason Witten mit dem Catch. Erster und 10 an der 46-Yard-Linie. Wieder gehen die Cowboys gleich rüber in die No-Huddle-Offense. Double Slants, Owens und Cooper greifen die Seite an. Ah, und da hat Terrell Owens den Ball, hat ein neues First Down an der 33-Yard-Linie von San Francisco. So, Play-Action Birds. Wir achten auf Cooper und wir achten auf Terrell Owens. Schauen wir, ob sich einer von den beiden lösen kann. Das ist Amari Cooper. Ah, der kann den Ball nicht festhalten. Die erste Incompletion im Spiel von Troy Aikman. Wir nehmen den Trail, attackieren die Mitte mit Owens, mit Witten und mit Michael Gallup. Aber der kann ihn auch wieder nicht festhalten. Zwei fallen gelassene Bälle hintereinander von den Receivern der Cowboys. Und das ist ein dritter und 10 an der 33. Terrell Owens attackiert die Mitte. Wir achten auch auf Jason Witten, den Tight End. Ja, Jason Witten ist frei. Hat den Ball. Neues First Down an der 14-Yard-Linie. Wir nehmen nochmal den Trail. Wieder schicken wir Gallup auf die Reise. Diesmal ist er frei in der Endzone. Und kann den Ball nicht festhalten. Und das ist ein Pick. Die erste Interception im Spiel. Und da kann Aikman relativ wenig für. Der Fehler lag da definitiv beim Wide Receiver, lag bei Michael Gallup. Die Niners mit einem Laufversuch, aber da ist direkt die Marcus Lawrence da. Sehen wir noch ein Play vor dem Two-Minute-Warning. Boah, was lassen sich die Niners Zeit. Würde ich auch, wenn ich hinten liege. Ja, also das ist schon teilweise etwas sehr kurios. Zweiter Versuch und 10 an der 20-Yard-Linie. Wir haben natürlich ein Problem. Uns fehlt ein Touchdown-Pass, den wir in diesem Quarter eigentlich hätten machen müssen. Das muss doch auch ein Pick sein. Ah, Mann, das wäre die direkte Antwort gewesen auf den Pick der Niners. Dritter und 10 an der 20-Yard-Linie. Ganz wichtiger dritter Versuch. Und dann so ein Ding. So, ich nehme jetzt bewusst keine Auszeit. Die Niners lassen jetzt die Uhr runterlaufen, bevor sie den Punt außer von der eigenen 20. Das könnte eine sehr gute Feldposition werden. An der 36, glaube ich, war es. Nimmt Sanders den Ball auf. Wird an der 40 schon umgenutzt. Erster Versuch und 10 für die Cowboys, für Troy Aikman, der jetzt erstmal irgendwie diese Interception natürlich abschütteln muss. So, wir starten mit einem Double Slant. Owens und Cooper von der linken, Gallup von der rechten Seite. Wir schauen mal, wie die Linebacker der 49ers darauf reagieren. Terrell Owens ist da drüben, Mutterseelen alleine. Hat jetzt noch Amari Cooper vor sich, er sitzt einen wichtigen Block. Und da ist der zweite Passing-Touchdown für die Cowboys. Wow, das war ganz wichtig. Riesenplay von Terrell Owens. Da waren die Linebacker der 49ers nicht bei den Wide Receivers der Cowboys. Tja, und dann klingelt's 14-3. 1 Minute und 2 Sekunden haben wir noch zu spielen. Wieder der Onside-Kick natürlich. Hoffen wir, dass wir die Niners schnell stoppen können. Dann kommen wir vielleicht sogar nochmal mit der Offense aufs Feld. Wir haben gerade gesehen, wie schnell die Cowboys in der Lage sind zu scoren. Erster und 10 an der 41-Yard-Linie. Die letzte Minute im zweiten Quarter läuft. Polo, der ist 1 von 5. Zweiter und 10.
Ah, da kommt der Druck nicht durch. Das ist ein Wahnsinns-Hit. Und die Cowboys haben den Ball. Turnover, Ballbesitz. Dallas Cowboys an der 37-Yard-Linie. Wir haben noch 48 Sekunden auf der Uhr. Jetzt versuchen wir natürlich noch zu punkten. Owens, Witten und Galabataki in die Mitte. Der Blick geht auch raus zu Amari Cooper. Der ist aber gut gedeckt. Wir gehen auf Terrell Owens und der ist incomplete. Kein guter Ball von Troy Aikman. Nehmen wir den Cowboys-Slot-Slant. Achten auf Amari Cooper links außen, ob der sich lösen kann. Witten und Owens attackieren zeitgleich die Mitte. Wir gehen rüber auf Terrell Owens. Der hat den Ball. Was für ein Move. Und jetzt ist er im Open Field. Und das ist der Touchdown für die Cowboys. Mit einem Juke-Move lässt er zwei Verteidiger aussteigen, Terrell Owens. Wir haben den dritten Passing TD erzielt. Das lief jetzt natürlich traumhaft gut. Nach dieser Interception habe ich ein bisschen Sorge gehabt, ob wir das schaffen mit diesen fünf Passing-Touchdowns im Spiel. Jetzt haben wir noch nicht mal Halbzeit. Und wir haben drei. Eine Interception steht dem natürlich gegenüber. Da müssen wir also vorsichtig sein. Nicht unbedingt immer mit den weiten Dingern operieren. So, der Kick hier jetzt nochmal wieder einen Onside-Kick machen können, fällt mir da eigentlich ein. Die Niners haben den Ball an der eigenen 27-Yard-Linie. Haben jetzt seinen ersten Versuch und 10. Ich glaube nicht, dass die 49ers hier jetzt noch groß was riskieren werden. Dann nehme ich eine Auszeit. Die Niners hätten es nämlich nicht gemacht. Die hätten jetzt die Uhr hier runterlaufen lassen. Wir haben einen zweiten und 10 an der 27-Yard-Linie. Vollständiger Pass auf Pettis. Und das ist immerhin ein dritter und 3. Da kann man doch mit arbeiten, liebe 49ers. Garoppolo. Garoppolo wirft vollständig. Riesenplay. Und auf einmal ist der Ball an der 41-Yard-Linie. 12 Sekunden noch zu spielen. Wieder Pettis mit dem Catch. Der Wide Receiver in seinem zweiten Profijahr. Erster und 10 für San Francisco. Und da kommt die Marcus Lawrence durch. Macht den Sack. Die Niners nehmen eine Auszeit. Zweiter Versuch und 16. 7 Sekunden noch zu spielen. Die Schatten werden länger hier im AT&T Stadium. Die Hits härter. Incomplete Pass. 3 Sekunden vor dem Ende versuchen die 49ers jetzt noch einmal eine Hail Mary. Und das ist ein Pick. Anthony Brown mit der Interception. So, und damit ist Halbzeit. So, wir gehen rüber in die zweite Hälfte. Die 49ers mit dem Kickoff beginnen. So, das ist an der, das ist die 7-Yard-Linie. Nimmt Sanders den Ball auf, der Return. Geht bis zur 33-Yard-Linie. Wir haben einen ersten Versuch und 10. So, Play-Action, Misdirection-Shot. Terrell Owens geht wieder über die Mitte. Wird aber momentan direkt an der Scrimmage gedeckt. Dann müssen wir mal schauen, ob der sich wirklich auch lösen kann. Und wie der sich lösen kann, wird nicht von einem Linebacker übernommen. Hat den Ball. First down an der 42-Yard-Linie der San Francisco 49ers. Die Cowboys marschieren weiter. Drive-Through-Corner. Wir schicken Cooper von rechts gleich in Motion auf eine In-Route. Achten aber auch mal auf unsere beiden Safeties. Ja, da Safety auf die beiden Tight Ends. Was sage ich denn da? Erster und 10 in der 29-Yard-Linie für Jarwin. Play-Action, Misdirection-Shot. Wenn die Niners den nicht verteidigen können, jetzt zeigen sie sogar einen Blitz an. Und der hält einfach alles fest. Der Ball ist an der 7-Yard-Linie. First and Goal für Dallas. Also das ist wirklich ein Passfeuerwerk, was die Cowboys hier abfeuern.
Ich bin auch ein bisschen beim Spielzugauszug vertan. Was haben wir denn hier noch? Nehmen wir mal die Verticals. Achten mal auf Terrell Owens. Und auf Jason Witten. Touchdown. Oder hat er den? Den hat er nicht. Sieht man selten, dass Jason Witten so ein Ding mal durch die Hände rutscht. So, was haben wir denn hier? Wir brauchen hier einen Passing TD. Ich hätte gerade fast einen Laufspielzug genommen. Wir nehmen mal den Stick. Owens und Cooper von der linken Seite. Jason Witten ist die Sicherung, unser Tight End. Der bekommt den Ball und ist in der Endzone. Das war der vierte Passing TD der Cowboys. Die jetzt aber voll in der Zeit liegen, denn es sind gerade mal noch nicht mal die Hälfte des dritten Quarters, die wir haben. Das sieht alles sehr gut aus. 28-3 der Spielstand. Ich glaube, das Spiel an sich dürften wir auch im Sack haben. Haben wir gerade das wallende Haar von Jason Witten gesehen. Der Kick ist unterwegs, geht an die Goal-Line. Jetzt der Return. Gestoppt an der 28-Yard-Linie haben wir einen ersten Versuch und 10. Für Garoppolo und die 49ers. Wir bleiben bei One Hole. Erster und 10. Boah, bärenstark verteidigt von Van der Esch. Zweiter Versuch und 10. Man in Motion, der kommt nicht einen Millimeter nach vorne, der arme McKinnon. Dritter Versuch und 12. Ein dritter und richtig lang gegen die 49ers. Kein Running Back bei Garoppolo im Backfield. Eieieiei. Katastrophenpass. Vierter und 12. Die Niners müssen direkt wieder punten. Ein 3-and-out bei ihrem ersten Drive in der zweiten Hälfte. Oh, das sieht nicht gut aus für San Francisco. An der 24 nimmt Sanders den Ball auf. Wollte eigentlich über die linke Seite laufen. Da war alles voller Blocks. Dann nehme ich halt die rechte. Anthony, na, das war Byron Jones mit einem schönen Block. Und wir sind an der 28-Yard-Linie von San Francisco. So, wir brauchen noch einen Passing-TD. Owens und Cooper von links, Gallup von der rechten Seite. Wir beginnen also mit einem Slant. Ganz klassisch. Und wieder geht der Ball auf Terrell Owens. Mein Gott, der zieht hier Yards runter. Aikman ist mittlerweile bei 371 Passing Yards. Witten und mit Ola Whaley. Achten auch mal links außen auf Terrell Owens. Jason Witten, der nächste Touchdown. Das ist der fünfte. Damit haben wir alle Passing TDs erledigt. So, der PAT Attempt. Ist auch gut. 35-3 führen die Cowboys gegen San Francisco. Wir sind noch im dritten Quarter. Also, das heißt gleich, die dürfen ja jetzt eigentlich nur noch, müssen wir dafür sorgen, keine Interceptions zu werfen. Das heißt, wenn unsere Offense das nächste Mal aufs Feld kommt, dann wird gelaufen. Knallharter Hit hier von Jeff Heath. Erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Mit noch 42 Sekunden auf der Uhr für die 49ers. Erster und 10. Im Lauf schön gestoppt. Zweiter Versuch und 10. Ich glaube, die Niners sind froh, einfach weil sie auch mal wieder die Uhr mal ein kleines bisschen bewegen, wenn sie schon keine Ballbewegung schaffen. Aber das tun sie auch jetzt nicht, denn das war auch schon wieder ein wunderbarer Hit. Ein einziges Jahr sind sie nach vorne gekommen. Ich glaube, das war schon das letzte Play im dritten Quarter. Genauso ist es. Wir gehen rüber ins Schlussviertel. Dritter Versuch und 9. Kein Running Back schon wieder bei Garoppolo im Backfield. Da ist der Druck und das ist kein First Down für San Francisco. Tiefer gestoppt. Und die Niners entscheiden sich für den Punt. Beim Spielstand von 35-3 ist das auch, glaube ich, mehr als verständlich. So, an der 15-Yard-Linie nimmt Sanders den Ball auf. Der Return.
endet an der 44-Yard-Linie. Wir haben einen ersten Versuch und 10 für Dallas. Ich würde ehrlich gesagt gerne noch ein bisschen passen. Einfach nur, weil ich gerne noch die 400 Yards voll machen würde. Aber wir laufen erst einmal. Elliott, eine riesen Lücke. Oh Gott, und das Laufspiel der Cowboys setzt da an, wo das Passspiel der Cowboys aufgehört hat mit erfolgreichen Plays. Halfback Stretch, wir laufen über die Außen. Erster und 10 an der 43-Yard-Linie. Schön ist jetzt natürlich, wir bringen hier mit Zeit von Uhr. Schaut euch diese Blocks an. Elliott kommt an die 23-Yard-Linie. Neuer erster Versuch und 10 von der hochgelobten Defense der 49ers. Von einem Bosa als Pass-Rusher. Nicht zu sehen in diesem Spiel. Neues First Down. Elliott, der Ball ist an der 12-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Und jetzt sind wir schon beim Two-Minute-Warning. Es laufen die letzten 2 Minuten hier im begeisterten AT&T Stadium in Dallas. So, wir bleiben beim Lauf. Geht über die linke Seite. Wir sagen auch noch unserer O-Line Bescheid, damit die nicht komplett verdutzt ist, wenn wir jetzt dann doch über die linke Seite laufen. Und das ist der erste Rushing TD im Spiel. Elliott mit dem Run in die Endzone. Die nächsten Punkte für die Cowboys. So, wir sehen noch den PET. Und jetzt steht's sage und schreibe 42-3 für die Dallas Cowboys. So, der Kick geht knapp an die Goal Line. Boah, was für ein, schon wieder so ein Mörder-Hit von Jeff Heath. Erster Versuch und 10 an der 28-Yard-Linie für die abend San Francisco 49ers. 1 Minute 52 muss Garoppolo noch irgendwie überstehen, damit dieses Spiel für ihn endet. Wobei man sagen muss, eigentlich schämen sollte sich die Defense, die hier wirklich einfach nicht präsent in diesem Spiel geworden ist. Die Cowboys konnten schalten und walten, sowohl mit dem Pass als auch mit dem Lauf, wie wir in dem Drive zuvor gesehen haben. So, Tackle in Bounce ist mir eigentlich das Wichtige. Lassen wir die Niners ruhig Yards machen, damit die Uhr auch weiterläuft. Die Niners probieren auch schon gar nicht mehr. Also wirklich mit Punktlandung bloß nicht über die Seitenlinie zu kommen. Wir haben einen 2. und 7. Vollständiger Pass. An der 38-Yard-Linie gestoppt. Wir haben einen 1. und 10. Druck auf Garoppolo. Das ist ein Sack von DeMarcus Lawrence. 2. und 21. Und ich glaube, das war auch schon das letzte Play. Ja, das war's. Das Spiel ist aus. 42-3 schlagen die Cowboys die 49ers. 3 Sterne, 4 Sterne, 5 Sterne geholt. Maximum Stars. Also, alles richtig gemacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.